Oh, die Stimme kurz weg. Moin Leute, geht's euch? Schön, dass ihr reinschaut. Und wir starten los, wenn möglich. Warum will ich hier beginnen? Und ja. Und wir starten auch gleich. Ich glaube, den kann ich noch als höher machen. So. Und wir gehen auch live. Was ist denn los hier? Hast du gerade eine Streicheleinheit? Ja, komm. So, wer ist denn schon alles da? Die Lena ist da. Hallo. Und vielen Dank für deinen Host. Genauso wie Rattenflüsterin. Auch dir vielen Dank für deinen Host. Wie geht es euch? Kurz meine Katze noch ein bisschen besänftigen. So, und weiter geht's. Ich gehe jetzt nochmal an den ersten Tag. Das Gefühl, wir müssen den Boss noch mal machen. Bill, du bist viel zu klein für die Kamera. Da geht er wieder runter. Ozean, kommen wir am schnellsten durch das Westtor? Ja, aber ich will noch nicht, Ozean. Hast du dir doch anders überlegt mit Wunder, oder? Da machen wir den Boss einfach nochmal. Wie war das mal mit dem Einschlaflied? Hier, das war's nicht. Gut. Verdammt, wie war das? Ja. Es tut mir leid, aber meine Katze kuschelt gerade mit dem Mikrofon. Ist doch jetzt mal gut. Los. So, schlafe ein, Gorone. So. Übrigens, die Frage ist, wann ist das NES in Deutschland erschienen? Ui. Haben wir doch gleich noch eine Fee, die wir mitnehmen können. Was ist denn? Ja. Hm?
Oh, warte mal, wie war das jetzt? Dass ich die Lieder in letzter Zeit einfach nur vergesse. Nee, das war das Falsche. So, das war jetzt das richtige Lied. Und zwar nämlich die Hymne der Zeit andersrum gespielt. Da haben wir nämlich die Ballade des Kronos. Und Lena und Rattenflüsterin, danke für dass ihr mir mal ein Feedback gegeben habt wegen dem Intro. Geh weg. So. Bei euch auch so eine Hitze? Bei mir in der Wohnung geht's eigentlich gerade. Aber dadurch, dass ich jetzt hier am Rechner sitze, werde ich dann auch gleich anfangen mit Schwitzen und sowas. Aber naja. Oh. 20 Grad. Will. Rattenflüsterin, wo wohnst du denn auf den Malediven? So, okay, na dann. Du, der du mein Vermächtnis trägst. Kehre zurück zum heiligen Ort, um mir gegenüber zu treten. Wobei auf Malediven zu wohnen wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Ja gut, wobei, wenn man das den ganzen Tag immer wieder sieht, Tag für Tag, weiß nicht, ob das einen dann auch noch so interessiert. So, dich hauen wir jetzt einfach erstmal weg wieder. Ja, ich sag, dich hauen wir einfach mal weg wieder und haben keine Pfeile. Ja, dauerhaft warm, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Das wäre auch nichts für mich. Am besten ist irgendwie so die Herbstzeit, finde ich. Es ist meistens noch nicht so kalt, aber auch nicht so warm. Ja, ganz kalt ist auch blöd. Okay, das war jetzt ein blöder Versuch, aber wir haben ihn schon ziemlich zugesetzt. Au!
Link, du bist kein Reifen, der immer wieder gegen so ein... gegen... aua. Gegen so eine... gegen so einen Bordstein fährt. Kann man das nicht irgendwie triggern, dass das sofort kommt? Das war knapp. Jetzt wirft er schon die Bomben. Im zweiten Durchlauf ist das schon irgendwie ganz anders. Das war's, mein Freund. Weil, warum wir den wieder killen müssen, das ist, weil wir nämlich hier den Frühling brauchen auf dem Berg. Ist jetzt nicht, weil ich den Boss so geil fand und den einfach nochmal hauen wollte. Es ist einfach, wir brauchen den Frühling hier. Wenn wir hier den Frühling haben, haben wir erstmal die Runen so mehr oder weniger befreit. So, dann muss ich mal schauen, weil es gibt hier einen etwas, was ich machen muss, und zwar so eine Pulverfassprüfung oder sowas. Komm, jetzt in dem Goron-Gebiet, wir werden zum Goron. Autsch. Jetzt gilt es quasi einfach nur noch den Typen zu finden, der uns die Prüfung aufgibt. Und tschüss. Und da waren wir jetzt ein bisschen zu schnell unterwegs. Nehmen uns auch mal noch ein paar Rubies mit, weil ich weiß nicht, ob die Prüfung was kostet oder nicht. Und wenn wir die Pulverfassprüfung beendet haben, können wir auch große Steine kaputt machen. Das wiederum heißt, wir können früher zur Ranch gehen und wir können außerdem noch hier die das Rennen machen. Wenn wir das Rennen beendet haben, dann ist sogar noch was Schönes. Also, hoppa. Mal gucken, ob es hier unten ist. Bist du hier?
Anscheinend nicht. Ich suche nämlich einen großen Goronen, der uns die Prüfung quasi. Ich habe mich nämlich mit meiner Frau nochmal unterhalten. Und die fing an, ach, denke doch da und da dran. Habe ich gesagt, ja, ich denke dran, vielleicht. Oder wartet mal, in der Stadt gab es doch so einen Bombenladen. Ich jetzt noch wüsste, wie der war. Oh, entschuldigt bitte. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Kraft wir es bei uns haben. Aber ich kann hier mal gucken. Danke. Bei uns sind es gerade 26 Grad und etwas regnerisch. Der Bombenladen war, glaube ich, hier in der Richtung. Ah ja. Aber hier gibt's. Warte mal, doch hier den hier vielleicht. Hulo. Hulo? Hm, okay. Wird sicherlich ein Pulver verkaufen, oder? Nur unter uns. Ich verfüge über einen riesigen. Über eine riesige Bombe, die nicht mal in diesen Laden passt. Oh, aber die Ware ist so schwer. Ich bezweifle, dass du sie tragen kannst. Entschuldige, dass ich überhaupt damit angefangen habe. Gut, pass mal auf, Kollege hier. Oh, wer hätte das gedacht? Du bist ein Gorone. Daher solltest du kräftig genug sein, Pulverfässer zu tragen. Moment mal. Du hast die offizielle Prüfung, um Pulverfässer tragen zu dürfen, noch nicht abgelegt. Zu schade. Und ich habe gehofft, dir eines verkaufen zu können. Pulverfässer sind ausgesprochen gefährlich. Jemand, der noch nicht von Lehrern geprüft wurde, darf auf keinen Fall damit hantieren. Gut, hör mir zu, mein Lehrer arbeitet in der Höhle im Goronendorf. Komm bitte zurück, nachdem er dich im korrekten Umgang mit Pulverfässern eingeschult hat. Rattenflüsterin und Lena, Glückwunsch zu den 45 Rubies. Ah, okay, also müssen wir nochmal zurück. Was ist denn los, Rattenflüsterin? Ach so, wegen dem Stern. Wenn ich dir mal einen kleinen Tipp geben darf, zwecks den Stern. Wenn du dich so ein bisschen an den Rand stellst. Das ist ganz normal mit dem Delay. Das mit dem Delay ist ganz normal, weil es läuft ja nicht über euren Rechner, es läuft über meinen. Das heißt, da unten ist eine Höhle. Du musst quasi berechnen, dass das von mir gesendete erstmal an euch muss und von euch wieder zurück zu mir. Was wiederum bedeutet, da kann es sein, dass es mal 1-2 Sekunden
zu einem Delay kommt. Also mehr als 5 Sekunden soll das jetzt nicht passieren. Weil wenn ihr mehr als 5, ja maximal 10 Sekunden habt, dann seid ihr zu weit hinterher. Und der kleine Trick, den ich... eine Ballade. Und den kleinen Trick, den ich euch sagen kann, ist, wenn ihr euch ein bisschen an den Rand stellt. Also, warte mal, ich tue das jetzt mal bei dir hier, vorführen. Wenn ihr euch ungefähr hier hinstellt, ja, so hinstellt, wie ihr jetzt bist, kommt der Stern, dann hast du die Möglichkeit, den so einmal abzugreifen und wenn er wieder zurückfliegt, nochmal abzugreifen. Ich hoffe, es war jetzt irgendwie so ein bisschen verständlich. Ich verkaufe Pulverfässer. Das bekannteste Produkt der Kronen. Ja, sehr bekannt, mein Freund. Brauchst du ein Pulverfass? Sie explodieren mit lautem Knall. Und sie und sind sehr gefährlich. Mit dem Controller, den ihr habt, könnt ihr auch hin und her euch bewegen. Das mit den Animal Crossing Figuren werde ich nochmal ändern. Werde ich mal versuchen, noch ein bisschen kleiner zu machen. Genau, mit dem Pfeilen. Bevor ich dich an Prüfung unterzogen habe, darf ich dir keine übergeben. Ja, ich will es versuchen. Schaffst du es, den Felsen, der den Eingang zur Rennstrecke versperrt, mit einem Pulverfass zu zerstören, hast du die Prüfung bestanden. Das müssen wir jetzt auch nur einmal machen. Beginnt das Pulverfass schnell zu ticken, bedeutet das, dass es in Kürze explodieren wird. Versuche den Felsen, der den Eingang zur Rennstrecke blockiert, zu sprengen, bevor das Pulverfass explodiert. Halte an Ausschau nach einem Schild, um die Rennstrecke zu finden. Hast du es geschafft, komm zu mir zurück. Okay. Wir müssen die Prüfung absolvieren. Oh Mann, ich glaube nicht, dass sie wissen, dass ich eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen Prüfungen hasse. Aber ich werde auch noch mal ein kleines Tutorial werde ich mal noch bei mir reinmachen in den Befehle-Panels. Werde dann auch die ganzen Befehle, die quasi die Pfeiltasten und alles machen, werde ich mit reinnehmen. Das heißt, nach links, nach rechts, auch mit Ausrufezeichen hüpfen und all sowas. Aber dafür brauche ich Zeit. Und tschüss. Wir haben die Prüfung verkackt. Yay. Ich versuche das jetzt alles noch unter einen Hut zu bekommen irgendwie. Das heißt mit den
komm schon, mit dem Hochladen von YouTube und mit den Einpflegen von den ganzen Sachen, die ich jetzt noch einpflegen möchte, versuche ich unter einen Hut zu bekommen. Ansonsten, wenn ich merke, okay, das geht gar nicht, wird es bei mir einen Tag geben, wo ich nicht streame, da mache ich halt solche Supportarbeiten und alles. Ich denke mal, das wäre dann auch okay. Ich habe nämlich auch noch ein paar Avatare, die ich erstellen muss. Da komme ich nämlich auch nicht hinterher. Solange wie ich nicht... Welches so? Zum Beispiel der Artyom, der möchte One Punch Man haben. Den soll er auch bekommen. Dann werde ich einfach mal noch so einen Standardritter machen. Zwecks zu Ehren von... Ach, wie hieß er denn? Ich glaube, die Gaffeltür hieß er nicht. Ich habe den auch schon wieder vergessen. Auf jeden Fall von Kingdom Comes. Da werde ich mal noch so einen Ritter erstellen. Und. Dann habe ich noch vor, vielleicht einen Goronen mit reinzuholen. Sora, es kommt halt immer drauf an, ob ich die Sprites finde. Also so ein bisschen was von Zelda soll noch mit reinkommen. Ansonsten bin ich auch noch offen für Ideen. Muss ich erstmal überlegen, okay, das hört sich jetzt am wenigsten beklopptesten an. Na komm, explodiere. Sehr schön. Ist super, Manni. Das war cool. Komm schon. Wenn wir uns nicht beeilen, fängt das Rennen ohne uns an. Rasch, beeil dich. Machen wir das Rennen jetzt gleich oder gehen wir erst nochmal zu den Goronen zurück? Eigentlich haben wir alle Zeit der Welt, wir können ja auch wieder zurückspulen. Und wie viele Riffel hat eine NES-Kassette? Wer das weiß, einfach in den Chat reinschreiben. Und 20 Rubies abgreifen. Ah, Damani, ich habe schon auf dich gewartet. Keiner kann es erwarten, endlich daran teilzunehmen. Du wirst doch dabei sein, oder? Ja. Du musst. Ich will, dass jeder sieht, dass Damani gewinnt. Geh deine Magie zu Neige. Will sie mit Hilfe der Magieflaschen, die auf der Strecke liegen. Achso, wieder auf. Ah, Rattenflüsterin hat sich das gemerkt. Wartet mal, irgendwie bin ich hier nochmal ein Stück runter mit. Was weit runter? Ja. Oh. So. 2, 1. Ey, geht mir hier mal aus dem Weg.
da wäre es vielleicht schlauer gewesen, einfach drüber zu hüpfen. Ihr Penner! Diesmal roll ich hier lang. Oder auch nicht. Ich nehme nämlich diese. Die Blödmänner! Lasst mich gewinnen! Ich brauche doch das Item, was es hier gibt. Bin ich nicht? Ich wurde Zweiter oder Dritter sogar. Bist du ein wenig aus der Übung, weil der Winter so lange war? In Wahrheit kannst du alle besiegen. Denke daran. Ja. Ja, ich will noch mal los. Hehe. Ja, Mann, ich konnte es mal wieder nicht abwarten. 3, 2, 1. So, ich glaube, wir müssen einfach nur engere Kurven nehmen. Hier müssen wir drüber hüpfen, wenn wir es schaffen. Sauber. Unsere Magie sieht auch nicht mehr so gut aus. Brauchen wir mal eine Magieflasche. Zack! Elendiger. Los jetzt. Jetzt will ich aber. Muss doch möglich sein, das hier zu gewinnen. Vor allem, die gehen ja gar nicht mal so zimperlich mit sich um. Bin hier voller Stacheln und alles und die so, ach, na ja, machen wir einfach mal dagegen. Na toll. Komm schon. Was ist denn das jetzt hier? Das gestellt sich mal wieder so richtig schön blöd an.
Und Lena hat 70 Rubies abgegriffen. Gibt's hier... Lena, du kennst dich doch mit Zelda auch so eigentlich relativ gut aus. Gibt's hier irgendeinen Trick, wie man unter anderem das Rennen leichter gewinnen kann? Sein. Ey, warum bist du so schnell? Komm schon. Gewonnen, oder? Haben wir jetzt gewonnen? Das war super. Ich wusste, du bist der schnellste aller Goron. Zwar aber auch nur, weil wir den jetzt einfach mal rausgekickt haben, den einen. Ich war mir sicher, dass du gewinnen wirst. Das ist von Papi. Der erste Preis. So, mit dem Goldstaub können wir nämlich was ganz Verrücktes machen. Ich will genauso sein wie du. Das da aber nicht. Weil in mir steckt nämlich in Wahrheit ein Hylianer. So. Jetzt gilt es nur noch rauszufinden. Wie viel wir dafür bezahlen müssen. Oh, ein Kunde. Gabora bringt unseren Kunden eine Tasse Kaffee. Flott, flott. So lasse ich meinen Blick auf dein Schwert werfen. Also gut. Es kostet 100 Rubies, dein Schwert zu schärfen. Morgen... Bei Sonnenaufgang ist es fertig. Ja, gut, komm. Nein, danke. Wir haben keine 100 Rubies. Ich werde das dann gleich nochmal vorlesen, alles. Aber erst einmal. Erst einmal müssen wir nochmal zur Stadt, weil ich weiß nämlich... wo man 100 Rubies einfach mal so geschenkt kriegt. Danach werden wir mal noch 100 Rubies abheben, damit wir 200 Rubies haben. Ich hoffe mal, dass die Zeit noch ausreicht, aber ich denke mal schon. Lena, ich habe aber so einen kleinen Trick gerade rausgefunden, und zwar bolz einfach die anderen Goronen weg. Aber nix. Will auch nix. Ich werde auch niemals irgendwas bekommen. So. Und zwar, wenn wir hier drüben, da haben wir übrigens auch schon mal 200 Rubies hergeholt,
uns hier drüber balancieren, haben wir hier eine Truhe. Die ist jedes Mal, wenn wir neu starten, also die Tage zurück machen, ist die immer wieder da. Was wiederum heißt, man kann hier eigentlich relativ Gold farmen. Gold farmen? Was will ich denn nur immer mit Gold? Rubis farmen, klar. Aru. Bergsiedlung. Dort lassen wir jetzt unser Schwert einmal verbessern. Nochmal, Goldstaub habe ich doch jetzt. Ja. Sehr gut. Und wir haben übrigens auch unsere zweite Flasche bekommen. So. Soll lass mich einen Blick auf dein Schwert werfen. Also gut, es kostet 100 Rubine, dein Schwert zu schärfen. Morgen bei Sonnenaufgang ist es fertig. Natürlich musst du das Schwert über Nacht hier lassen. Vergiss nicht, dass dein Schwert nach 100 Streichen wieder abgestumpft ist und somit seine neu gewonnene Schärfe verliert. Möchtest du dein Schwert für 100 Rubis schärfen lassen? Ja, das will ich. Danke für deinen Besuch. Ich mache mich gleich auf die Arbeit. Komm morgen früh wieder. Go, go, go. So, jetzt schärfen die quasi unser Schwert. Damit wir nicht ganz schutzlos sind, kann man mal so ein bisschen als Corona rumrennen. Und gegebenenfalls noch mal ein paar Rubies farmen. Hey. Ah, so wird das aber nicht wirklich was. Hier. Und dann warten wir bis einfach morgen früh. Ach halt, wir können doch jetzt mal die Zeit nutzen und können noch mal zu den Eingoronen, zu den großen Goronen. Die Prüfung, die haben wir ja sozusagen bestanden, aber wir haben ja uns unser Zertifikat noch nicht abgeholt. Wie viele Juwelen gibt es in Illusion of Time? Wer das weiß, kann sich 20 Rubies abgreifen und einfach in den Chat reinschreiben. Das nützt nichts, einfach nur die Antwort zu wissen. Ich möchte auch ganz gerne die Antwort im Chat stehen haben. Okay, na, es war ein Versuch wert. Sieht aus, als wärst du erfolgreich gewesen. Jetzt, da ich deine Geschicklichkeit kenne, habe ich kein Problem damit, dir die Pulverfass zu überlassen. Es war nicht richtig von mir, dich einen so gefährlichen Test zu unterziehen. Bitte nimm eine aufrichtige Entschuldigung an. Du hast ein Pulverfass erhalten. Kraft, Detonation, bla. Pulverfässer sind hochexplosiv, daher kannst du nicht mehr als eine mit dir führen.
Triffst du es mit einem Pfeil, wird es sofort explodieren. Sei also äußerst vorsichtig. Jetzt haben wir ein Pulverfass. Übrigens ist es auch gut, dass wir jetzt noch einmal den Oscarhorn haben und vielleicht das mit dem Schwert hier machen. Weil das mit dem Schwert, das ist so ein bisschen zeitaufwendig. Zumindest hier in-game zeitaufwendig. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Du aus dem Nichts erscheinende Bestie. Wurstwässerchen, hallo. Na, jetzt muss ich ja einfach nur bis zum nächsten Tag warten. Was anderes brauche ich ja jetzt erstmal nicht machen. Aber schön, dass du vorbeischaust. Wie geht's dir? Muss halt. Also meines Wissens nach muss man quasi einfach dann noch das Goldpulver haben und dann einfach nur noch mal hingeben. Zwar hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es fertig. So, wir haben jetzt das Elfenschwert. Schimmernde Klinge dieses Schwertes. Dieser Schwertes schneidet schärfer als der eisige Atem des Winters. Okay. Vergiss nicht, dass die Klinge nach 100 Streichen ihre Schärfe verliert und wieder zu einem normalen Schwert wird. Aber pass auf, bringst du mir Goldstaub, bevor dein Schwert seinen Schneide einbüßt, schmiede ich dir das stärkste aller Schwerter. Verstehst du, Goldstaub? Wir haben rein zufällig auch Goldstaub hier. Ein Kunde. Abora, bring unseren Kunden eine Tasse Kaffee. Flott, flott. So, lass mich einen Blick auf dein Schwert werfen. Hey, das ist wohl ein schlechter Scherz. Dein Schwert wurde bereits zu einem Elfenschwert geschmiedet. Es sei denn, du willst es noch weiter verstärken. Dazu brauche ich Goldstaub. Hast du denn welches? Ja, rein zufällig habe ich Goldstaub. Wenn das kein Goldstaub ist und sogar so feinste Qualität. Selbst wenn ich ihn verwende, wird ein kleines bisschen übrig bleiben. Wenn du es bist, werde ich dir nichts berechnen, aber erzähle niemanden davon. Danke für deinen Besuch. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Komm morgen früh zurück. So. Also kommen wir dann morgen früh wieder. Aber, Wurstwasserchen, was meintest du damit wegen der Zeit verlangsamen? Dass man die Zeit verlangsamen muss dafür? Thank you.
So, na dann. Ach so, ne, ich tue ja prinzipiell immer die Zeit etwas verlangsamen. Wenn ich dran denke, heißt das. Zwar hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es fertig. Und wir haben jetzt die Schmörgelklinge. Ein Elfenschwert erfuhr Macht der ewigen Elemente. Sein neuer Name sollte fortan Schmörgelklinge sein. Okay, bei mir ist es jetzt nicht so lange her. Aber dadurch, dass ich halt auch verschiedene andere Spiele spiele, kommt es schon mal vor, dass ich dann sage, okay, verdammt, wie war das denn jetzt? Durch die Kunst des Schmiedes brennt diese edle Klinge Licht von Schatten. Selbst die Mächte der Finsternis vermögen es nicht, den Geist der Gerechtigkeit aus dem Strahl dieses Schwertes zu vertreiben. Tada! Ein stärkeres Schwert als dieses wirst du nicht finden. Egal wie oft du es einsetzt, niemals wird es seinen Schneide verlieren. Oh, ich habe fast den gesamten Goldstaub verbraucht. Was übrig bleibt, habe ich für dich entsorgt. Ja, entsorgt. Alles klar. Somit haben wir jetzt auch das stärkste Schwert hier drinnen. Oh, schaut es nicht schön aus? Schmörgelklinge. Also mir ist nicht bekannt, dass es dieses Schwert nochmal irgendwann in irgendeinem Zelda geben würde. Mindestens habe ich jetzt gerade, wüsste ich jetzt nicht, wo es die Schmörgelklinge nochmal gibt. Außer bei solchen Sachen wie Hyrule Warriors, aber das zähle ich jetzt einfach mal nicht mit rein. Ja, es gehört ja nicht mit in die Reihe mit rein. Es ist ja einfach nur so ein Crossover-Cross-Gedöns da. Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. So. Haben wir jetzt eigentlich... Nee, das Pulverfass haben wir nicht mehr. Was wiederum heißt, wir holen uns einfach mal die 100 Rubies wieder. Ich wüsste nicht, wie man das skippen kann. Und außerdem... Ohne Epona ist Link doch nicht wirklich Link. Zumindest nicht hier in solchen 3D-Spielen. So. Hier rüber. So. Schwerste haben wir jetzt hinter uns, und zwar da drüber zu hüpfen. Rubies einkassiert, und dann gehen wir zu Goron mit dem Pulverfass. Dann legen wir das Pulverfass nämlich vor die Romani Ranch.
freuen uns dann unser Leben, dass wir dort in der Ranch eher hin können. Ah, okay. Nee. Dazu gesagt, sowas werde ich bei Zelda nicht machen. Bei anderen Spielen ist es eigentlich mir relativ wurscht, ob ich da mal so einen kleinen Glitch oder sowas aus. So. Aber bei Zelda, das möchte ich schon ganz gerne so spielen, wie es ist. Wir müssen jetzt auf die Romani Ranch, damit wir Epona bekommen. Und ich glaube auch nicht, dass meine Fähigkeiten ausreichend sind, dass wir hier so glitschen können. Oh, um vorher den Greifhaken zu bekommen, okay. Ja, gut. Kann man auch machen, ja. Aber wie gesagt, hier bei Zelda glitsche ich eigentlich so gut wie nicht. Oder so gut wie gar nicht. Ah, hier sind noch Kühe. Ja, das ist mein Pferd. Nee, die Hasenohren habe ich noch nicht geholt. Hey, wer bist du? Ich bin Romani. Ich trage denselben Namen wie die Ranch. Wie heißt du? Maske? Das ist ein hübscher Name. Aber wie wär's mit Grashüpfer? Du bist ja gemein. Ich würde dich gerne so nennen. Du trägst grüne Kleider und hüppelst ständig herum. Na gut, da hat sie nicht ganz unrecht. Daher ist Grashüpfer sehr passend. Ich war gerade beim Üben für heute Nacht. Heute Nacht? Die kann man ohne Glitch schon von Odolva holen. Wer war denn Odolva? Ich weiß, dass man noch die Briefträgermütze bekommt. Oder kriege ich das mit den 10 Sekunden noch nicht so wirklich hin? Ach, der erste Boss. Von denen kann man das kriegen? Okay. Die kommen heute wieder. Sie kommen nachts. Jedes Jahr. Wenn der Karneval näher rückt. Aber um die Masken kümmere ich mich dann so ziemlich zum Schluss noch, weil ich dann nämlich mit einem Rutsch alle Masken dann holen will.
oder beziehungsweise alle, halt so viele, wie ich dann kriege. Und ich will erstmal alle Gebiete freischalten, damit ich das dann alles halt so machen kann. Wir kommen in einen hellen, leuchtenden Ball. Es sind sehr viele. Und dann gehen sie auf die Scheune zu. Hast du die Bremer Maske denn noch? Die habe ich ja. Bremer Stadtmusikantenmaske. Meine Schwester will mir nicht glauben. Aber ich muss die Kühe beschützen. Hey Grashüpfer, ich bin gerade auf der Suche nach einem Assistenten. Du hast doch einen Bogen. Willst du es nicht versuchen? Supi. Das nenne ich Kampfgeist, Grashüpfer. Und Little Mac ist natürlich richtig. Also, lass mich dir eine Strategie erklären. Wir erscheinen überall auf der Ranch. Dann bewegen sie sich langsam auf die Scheune zu. Du musst sie mit Pfeilen treffen. Hast du verstanden? Du darfst dich nicht so weit von der Ranch entfernen. Komm Grashüpfer, lass uns üben. Hier auf dem Gelände finden sich 10 Ballons. Du musst sie alle in weniger als 2 Minuten zerstören. Wurstwasser, ich habe das Spiel schon so oft durch eigentlich. Es ist halt immer nur so, na warte mal, wie war das denn jetzt? Ach ja, klar, so war das. So, Wurstwasser und Lena haben 45 Rubies abgegriffen. Sehr schön. Der Rekord liegt bei... Bist du bereit? Hey! Geht in Hammer. In Hammer. Und bekommen wir unendlich viele Pfeile. So, wir haben es sogar unter der Minute geschafft. Erstaunlich, das ist ein neuer Rekord. Ihr zwei seid ein perfektes Team. Ich bringe dir ein Lied bei, womit du Pferde rufen kannst. Ich hoffe, ihr beide versteht euch. Weiterhin, so prächtig, ihr habt noch Zeit, ein wenig zu üben. Ach, das wusste man doch schon vorher, das Lied. Du Ebona, komm her. Das ist Ebonas Lied. Ein Lied zweier Seelen, deren Vertrauen ihr Bande. Hörst du diesen Ballon, dann zerplatzen sie einfach und sind fort. Aber die echten Geister kommen immer wieder. Wenn sie in die Scheune gelangen,
haben wir verloren. Beim ersten Sonnenstrahl machen sie sich aus dem Staub. Wir müssen also bis zum Morgengrauen gegen sie kämpfen. Hast du alles verstanden? Ja. Unser Einsatz beginnt heute Nacht. Um 2. Ich werde an der Scheune warten. Komm nicht zu spät. So, wartet mal. Das mit dem Pferderennen, mit dem Hunderennen war doch gerade, wo er sagte, irgendwas mit der Maske. War doch auch irgendwie. Musste man da nicht irgendwie hier. Musste man da nicht die Maske aufsetzen und das Hündchen, was ankommt, das winkt dann irgendwie? War da nicht was? Wir testen uns das jetzt mal aus hier. Was willst du hier? Dieses Mamamoo, ja, Pferdrennen. Pferdrennen, Hunderennen. Erst musst du ein Hündchen aussuchen, von dem du glaubst, dass es am schnellsten ist. Bringe es zu mir. Es ging doch hier genauso, glaube ich, wie höre ich mich da gerade. Nee, das ist eigentlich wurscht. Okay. Welches Hündchen nehmen wir denn? Ach, wir nehmen den hier. Der einzige. Ja, doch. Da ist ein Hündchen. Ah, Hündchen. Ja. So, direkt hingehen. Ja, ich möchte auf dieses Hündchen wetten. Reicht es, reicht ein Hündchen Platz 1, erhältst du einfach einen Wert. Okay, wird es verdoppelt. Und Matze, vielen Dank für deinen Host. Wie geht es dir? Schön, dass du vorbeischaust. Ja, setz mal 10. Und selbst? Ja, mein Hündchen verkackt gerade, sehe ich. Oh, jetzt holt er nochmal auf. Jetzt holt er nochmal auf, der Kleine. Komm schon. Los, Hündchen, du schaffst das. Wir haben gewonnen! Du hast echt den ersten Platz bekommen. Du gewinnst das Dreifache des Wetteinsatzes. Das sind 30 Rubies. Nein. Noch einen Stern und ich bin auf Platz 2. Dann verdiene ihn dir. Aber hier drüben war das doch mit der Maske. Oder nicht? Ich mache irgendwas richtig, aber was ist es, was ich hier gerade mache?
und Rattenflüsterinnen. Ich muss erstmal gucken, ob ich die überhaupt gelöscht bekomme. Dein Avatar ist nicht zu klein dafür. Du musst quasi im richtigen Moment hüpfen und dann erwischst du das auch mit Kirby. Los, komm, wir marschieren! Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade mache. Sterne brauchst du. Geht hier noch irgendwo einer? Mensch, das ist ja hier ein Rumgezwitscher. Du hast dir also fest vorgenommen, Engelchen einzuholen. Und Lena, vielen Dank für deine 118 Stunden bei mir. Jetzt rennen wir von der Mauer. Sind denn hier die... War hier irgendwo noch eins? Das ist schade, dass es blablabla. Ja, gut. Dann halt nicht. Ach so, schon Metal Hammer ist da. Nee, Metal Hammer ist da. Rattenflüsterin, vielen Dank für deine 254 Stunden bei mir. Ja, wie gesagt, es kann manchmal echt schnell gehen oder es kann auch sein, dass es mal gar nicht umgeht. Matze, auch vielen Dank für deine 105 Stunden. Alles gut. So, warte mal, hier war doch auch noch ihre Schwester. Macht seine Sache ziemlich gut. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir Epona haben. Ist denn die Schwester? Jetzt können wir nämlich auch im Zora-Reich und überall hin. Quasi haben wir jetzt nur noch kleinere Einschränkungen, wo wir jetzt nicht mehr hin können. Und wenn wir die Romani Ranch hinter uns gebracht haben,
werden wir dann zu den Zoras gehen. Wo ist denn ihre Schwester jetzt? Warum? Eieiei. Ihre Schwester scheint nicht da zu sein. Naja, wer weiß, wo die sich schon wieder rumstromert. Auf jeden Fall werden wir jetzt erst einmal nachts da hingehen. Und gewinne 20 Rubies mit folgender Frage: Wofür steht die Abkürzung EA? Wer das weiß, einfach in den Chat reinschreiben. Das ging ja schnell. Eine einfache Frage. Das ist natürlich richtig, dass es eine einfache Frage ist. Müsste das nicht jetzt irgendwann sein? Matze wollte 1000 bei der Roulette machen. Oh, kommst du etwa aus der Stadt? Ja. Das bedeutet, dass die Milchstraße wieder frei ist. Dann kann ich ja endlich wieder Milch mit der, in die Stadt liefern. Willkommen auf der Romani Ranch. Hätte ja klappen können. Naja, passiert. Ich weiß noch nicht, wie man sowas machen kann. Ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt mit reinhaben möchte. Weil... Es ist dann halt später für Giveaways so ein bisschen blöd, wenn ich wieder mit Giveaways starte. Dann könnt ihr euch nämlich einfach die Rubies hin und her schieben. Heimat der köstlichen Chateau Romani. Ich bin Gremia, Besitzerin der Ranch. Das ist Romani, meine kleine Schwester. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Du bist süß. Romani, so verhält man sich nicht einem Gast gegenüber. Ja, Schwester. Jeden Morgen bringt mir beim ersten Licht des Tages die Kühe auf die Weide. Kennst du unsere Romani-Züchtung? Diese spezielle Züchtung liefert die Milch für unsere köstliche Chateau Romani. Rocky, hallo! Wie geht es dir? Schön, dass du vorbeischaust. Eine wahre Kostbarkeit unter Kennern. Milch ist wertvoller als Nektar und Ambrosia, da sie deine Magie wieder auffüllen. Möchtest du diesen Genuss erleben, dann besuche die Milchbar Latte nahe des Osttors von Unruhestadt. Wie war mein Verkaufsvortrag?
Ich hoffe, dass ich alles so gesagt habe, wie es in den Lehrbüchern steht. Muss? Wieso, was denn los? Ich muss den Fernseher anders hinstellen, ich kann Chat kaum lesen. Nicht schon wieder, Schwester. Ich kann es schon nicht mehr hören. Aber der Besitzer, der Milchbau, will es so. Es gehört zur Arbeit. Hey, besuch doch mal die Milchbar, wenn du erwachsen bist, ja? So, na dann. Aber nicht von da, wo du hin wolltest, oder? Hattest du zwischenzeitlich nochmal Probearbeit gehabt, oder? Ah, verdammt, ich glaube, wir sind zu spät. Oder? Okay, warte mal, dürfte eigentlich noch nicht zu spät sein. Doch, den Keks. Ach. Das ist echt doof. Ach klar, findest du was Besseres. Na, komm schon. So. So, was machen wir denn jetzt so lange? BB Matze. Was macht man denn bis 2 Uhr? Huch. Mensch! Scheu Basti, vielen Dank für deinen Raid. Wie geht es dir und wie geht es deinen Zuschauern? Schön, dass er vorbeischaut. Und mein Chunk, hallo. Moinsen. So, wir müssen jetzt hier quasi ein bisschen warten, bis die Zeit vergeht. Weil wir wollen dann gleich mal ein bisschen Gaster jagen. Zum Glück haben wir jetzt Epona schon. Ach komm. Komm, lauf Epona. Geht soweit gut. Ich muss leider aufhören, deswegen. Was gab's denn bei dir? Mein Chunk, vielen Dank für deinen Follow. So. Dragon Quest 11. Okay, das ist zum Beispiel auch eine Spielreihe, die ich bis jetzt noch nicht wirklich gespielt habe. Das einzige, was ich mal gespielt habe, das war Dragon Quest Builders. Aber ich glaube, das hat nichts irgendwie miteinander zu tun. Sehr zu empfehlen.
Ja, ich muss mal gucken, ob ich die Zeit dazu finde, das irgendwann mal zu starten. Ich habe noch so einige Projekte, die ich machen muss. Und mir fällt gerade was ein, wir könnten ja mal die Zeit wieder normalisieren. Wer Zelda-Fan ist, hat schon mega Pluspunkt. Mein Chunk, dann, wenn du großer Zelda-Fan bist, schau mal bei mir in die Videos rein. Da gibt es ein Video, wo ich meine komplette Sammlung zeige, von meiner, also komplette Zelda-Sammlung. Das könnte dich dann nämlich auch interessieren. Ich fand das Dragon Quest Builders auch nur ein Stück weit spaßig. Irgendwann war halt immer das, war es immer ein und dasselbe, fand ich. Aber selbst fast alle gezockt. Ich habe jeden Zelda-Teil, sogar die CDI. Da bin ich mal kurz zum Lurk. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Also wenn du meinst, dass mit fast alle gezockt Zelda-Teile meinst. Ich habe jeden Zelda-Teil hier. Zeit, die muss doch jetzt mal ein bisschen schneller vergehen. Komm schon. Wir müssen nämlich bis 2 Uhr warten und uns dann mit der Kleinen treffen, damit wir die Geister abwehren können. Schattenflüsterin hat gar keinen Zelda-Teil. Dann wird es wohl mal Zeit, dass ich mal vielleicht einen Zelda-Teil verlose. Die Sammlung von Aske ist echt toll. Ach, die ist doch nur so ein bisschen klein. Museum kann ich damit noch nicht aufmachen. Einschank, dazu muss ich sagen, ich hatte mal die ganzen Teile schon einmal gehabt von der Orakel-Serie, also die 2 Teile. Die sind mir dann aber irgendwann abhanden gekommen und ich hatte echt Probleme, die nochmal irgendwie ranzubekommen. Minish Cap ging eigentlich. Da habe ich sogar auch den Game Boy hier, beziehungsweise den DS-Teil. Also hier den DS in Minish Cap Form. Und ansonsten habe ich so ziemlich versucht, alles limitiert zu haben und. Ich habe mir sogar jetzt den letzten Teil, die Neuauflage von Link's Awakening, zweimal gekauft in der limitierten Edition. Einmal, damit ich es hier auspacken kann, also so ein sozusagen ein Unboxing machen kann, und einmal, damit ich das eingeschweißt in meiner Vitrine lassen kann. So, wir haben es bald um 2, sehr schön. Wisst ihr noch nicht mal, worauf ich das zocken sollte? Attenflüsterin, hast du noch nicht einmal eine Switch oder sonst irgendwas? Wie gesagt, ich laufe jetzt einfach nur gerade so ein bisschen hier doof rum, weil ich bis um 2 warte. Nur ein Laptop.
Naja, naja. Dann kann ich nicht viel drauf spielen. Meinst du auf ein NES oder auf ein SNES? Oder welchen Emulator meinst du? Weil mir ist bis jetzt nur bekannt, ich habe dazu gesagt, die Switch jetzt schon längere Zeit nicht mehr gesehen, weil meine Frau nämlich so ein wenig die momentan in Besitz genommen hat. Aber eigentlich war die Frage von mir egal gewesen, weil man kann es beides nicht. Es ist doch gleich um 2. Zelda hat nämlich keinen Multiplayer. Außer Hyrule Warriors. Aber da musst du auch nebeneinander sitzen, um das spielen zu können. Hat nämlich kein... Das ist zum Beispiel... Kackspiel. Das ist zum Beispiel etwas, wo Nintendo echt noch ein bisschen nachholen muss. Hyrule Warriors ist ein Spiel, das hätte man ruhig zusammen spielen können. Da hätte man sagen können, gut, kurz pausieren. Da hätte man sagen können, gut, passt auf, ihr könnt zu zweit euch da durchkloppen online. Ihr könnt euch zu dritter durchkloppen online. Zu viert wäre wahrscheinlich dann ein bisschen viel, aber es wäre doch mal was gewesen. A Link to the Past kam dir abhanden? Ach nee, Link's Awakening. Nee, A Link to the Past kam dir abhanden. Und dein Link's Awakening DX wurde geklaut. Okay, das ist aber nicht schön, sowas. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Wobei, wir könnten eigentlich mal ganz kurz in die Pause gehen. Da kann ich nämlich nochmal kurz... auf die Toilette gehen. Und nebenbei kann ich noch mal kurz gucken. Also sehen wir uns gleich in 5 Minuten wieder. So, da bin ich dann auch schon wieder. Das waren doch keine ganze 5 Minuten. Nein, ich mache selten komplett 5 Minuten Pause. So, ich habe jetzt auch noch mal, mein Schrank, ich habe jetzt auch noch mal geguckt, ob ich vielleicht, A Link to the Past, Link's Awakening,
doppelt hatte, aber ich hab's doppelt allerdings in zwei verschiedenen Versionen. Ansonsten hätte ich nämlich gesagt, naja, pass auf, da lässt sich drüber reden. Bella, wenn ich das nächste Mal... Also die alten NES-Zeldas, die sind knackig, dazu gesagt. Die sind nicht so leicht. Ja, ja. Ja, ich will nicht mit der Kuh reden, Mensch. Ich will mit dir reden. Sind Switch-Spiele eigentlich teurer als PC-Spiele? Jein. Weder noch. Eigentlich, nee, eigentlich fast gleich. Mehr oder weniger, es kommt halt, wie gesagt, drauf an. Ob du jetzt 60 Euro für so ein PC-Spiel ausgibst, oder ob du jetzt 60 Euro für so ein Switch-Spiel ausgibst. Bei der PlayStation 4 und Xbox würde ich mich mittlerweile auch nicht mehr so aus dem Fenster lehnen. Das war früher mal gewesen, der rapide Preisunterschied, ja. Aber mittlerweile sind die auch nicht mehr so teuer. Bald ist es soweit. Du kümmerst dich um den Außenbereich, Grashüpfer. Behalte die Karte im Auge, sofern du eine hast. Was auch immer geschieht. Sie dürfen nicht in die Scheune gelangen. Rattenflüsterin, wenn du online spielen willst und die NES, also allein jetzt nur von der Switch, wenn du die NES und die Super Nintendo Spiele spielen willst und online spielen willst, brauchst du so einen Pass. Das ist richtig. Der kostet dich jährlich gar nicht so viel, 20, 30, ich weiß es gar nicht mehr, ich lasse es einfach nur noch abbuchen bei mir. Genau, online heißt mit anderen. Genau, 20 Euro im Jahr. Ja, Matze, aber... Das ist nicht mehr die Norm, dass das so viel kostet. Nackenader, aber die Server, die wollen ja auch alles unterhalten werden. Und du unterhältst ja quasi Steam, indem du dort Spiele kaufst. So. Was auch immer geschieht. Achso, das hatten wir ja schon. Sie nähern sich der Scheune auch von hinten. Also, vorsichtig. Würde dir die Pfeile ausgehen, dann sieh in der Kiste nach, die nahe der Scheune herumsteht. Sie sind gekommen! So, ich entschuldige mich jetzt schon einmal, dass ich jetzt nicht mehr großartig hier lesen werde. Ach so, okay. So, der ist weg. Der ist weg. Ich muss mich nämlich jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen konzentrieren.
Oh, da hinten ist noch einer. Stopp. Hier auch nicht ran. Oh, du stirbst. Du da drüben auch. Ich lese gleich weiter. Im Prinzip ist der Hund auch ein ganz guter Indikator, in dem, wo die Lichter am nächsten sind. Oh. Gut, mit einer Maus würde das jetzt... wäre das jetzt besser gegangen, aber naja, wir haben es geschafft. PS Plus sind 60 im Jahr, aber kriegst jeden Monat gratis Spiele. Mein Schank, dazu muss ich sagen, ich habe beides. Ich habe einmal die 60 Euro für die PlayStation und die 20 Euro für die Switch. Und geht ja noch, Kack, oder? Urlaub ist vorbei, da geht's nicht viel. Gut. Wir haben es geschafft. Wir haben sie besiegt. Ich danke dir. Dank deiner Hilfe wurden die Kühe gerettet. Nimm bitte diese kleine Aufmerksamkeit an. Wenn du trinkst, vergiss nicht, eine Hand in die Hüfte zu stemmen. Okay. Alles klar, mein Chunk. Nackenlade, wie gesagt, die Server wollen ja auch irgendwie noch bezahlt werden. Und deswegen macht das eigentlich auch PlayStation und Nintendo so. Meine Schwester wird gleich aufstehen. Ich muss rasch zurück auf mein Zimmer. Bis später, kleiner Held. So, die Kühe sind gerettet. Und so ein kleiner Kuhheld anscheinend, ha? Was haben wir denn noch hier? Das hier machen wir dann auch noch später. Das haben wir hier komplett. Sehr schön. Das haben wir auch komplett jetzt. Raffais Maske. Jetzt müssen wir halt auch quasi dann alles hier nochmal machen. Ach, das haben wir auch komplett mit der Prima Maske. Rattenflüsterin hat 100 Rubies gewonnen. Sehr schön.
Gab es hier nicht noch eine Quest? Und zwar mit der Schwester. Geöffnet. Ja, ich weiß, auf der rechten Seite Nackenlade, du hast da vollkommen recht. Aber da müssen wir jetzt einfach mal durch. Mich eigentlich jetzt die ganze Zeit doppelt gehört oder nicht? Ich hoffe mal nicht. Nee, scheint doch nicht. Ich habe hier nämlich noch ein Videoaufnahmegerät gerade gefunden, was auch fähig ist, irgendwie aufzunehmen. Deswegen jetzt die Frage gewesen. Fix was zu trinken geschenkt und weiter geht's. Ja, auf jeden Fall muss ich mal gucken, ob ich das nächste oder wann ich mal wieder ein Giveaway mache für euch. Ihr wisst ja, was es gibt. Ich habe nämlich da noch ein paar Bildchen, die ich loswerden kann und auch möchte. Also von daher. Ich glaube. Nee, hab nichts doppelt gehört. Sehr gut. Ich glaube, wenn wir die 400 Follow-Marke voll kriegen, dann werde ich mal ein Giveaway wieder starten. Hallo? Ich möchte auch Milch in die Stadt bringen. Du bleibst hier und passt auf alles, auf. Du willst doch nicht, dass sich... Das ist eine illegale Aktion. Die Kühe einsam fühlen, oder? Nackenlauter, warum ist das illegal? Nein, Schwester. Ich fahre mit dem Wagen in die Stadt. Willst du mich begleiten? Ach so. Heute Abend gegen 6 Uhr fahre ich los. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mitkommen. Heute Abend, 6 Uhr. Gut, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Da können wir nochmal auf Epona aufsteigen und wieder absteigen. Damit wir wieder hochkommen. Schon. Da können wir in der Zwischenzeit bis 6 Uhr andere Sachen erledigen. Können wir jetzt mal am Strand gehen. Da wollen bestimmt Rattenflüsterin und Lena auch mal hin. Ja, das Commander & Conquer, das ist überhaupt nichts für mich.
Nackenlade. Hier ist der Canyon, da wollen wir noch nicht hin. Ich merke gerade, wir sind einmal hier komplett drumherum gerannt. Hätten es eigentlich gar nicht machen können, brauchen. Froggy, das kann ich dir sagen, weil... Ist so? Nein, weil die haben einfach nicht drüber nachgedacht, beziehungsweise es ist halt... Wie soll ich denn das erklären? Quasi mussten die ja damals einen Unterschied machen zwischen einem kleinen und einem großen Link. Das heißt, der kleine Link konnte halt das Schwert so, oder beziehungsweise das Schild nicht tragen und konnte keine Bogen schießen und alles. Und der Große konnte dann halt mit der Zwille nicht schießen. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum er jetzt hier das Schild tragen kann und bei Ocarina of Times nicht. Wartet mal, hier gab es doch auch noch irgendwas. Und dadurch, dass du quasi hier den Rhythmus nicht hast zwischen Erwachsenen und Kleinling, kann er quasi alles benutzen. Das ist eigentlich der einzige Grund. Das hört sich logisch an. Aber sollte ich hier nicht irgendwie... Hilft hier jemand? Mensch. Hey, was treibt da im Wasser? Sieh doch, dort draußen in der Bucht, wo die Möwen kreisen. Ah, da haben wir doch. Wir sind Rettungsschwimmer. Sodon, hallo, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Ist da jemand? Bitte, hilf mir ans Ufer. Junge, du bist ein Zora, du kannst nicht ertrinken. Ja, du tauchst erstmal. Link. Komm schon. Link, jetzt höre mal auf. Komm, pack den da hinten dran und dann schiebst du den mal da raus. Link kann gleich tauchen, so viel wie er will. So.
aber heute haben wir ja noch ein Chef-Battle gemacht. Mit Ausrufezeichen Krieger, Priester, Magier könnt ihr daran teilnehmen. Und Lucky Dragon, hallo. Wie geht's dir? Schön, dass du vorbeischaust. Will keiner bei den Chef-Battle mitmachen. 200 Rubies abgreifen, wenn ihr gewinnt. Ich bin Mikau, Umfolg der Zora, Gitarrist und einer Zora-Band. Ich glaube, dies sind meine letzten Worte. Willst du mir zuhören? Oh, Krocki macht mit in der letzten Sekunde. Krocki alleine? Wartet mal. Ach, Lena ist auch noch mit dabei. Sehr schön. Ich höre. Eins, zwei, drei. Mit einmal geht's ihm wieder gut, oder was? Oh, Baby. Hör mir zu. Bald beginnt der Karneval. Alle warten auf unser Auftritt. Aber dann hatte unsere Sängerin plötzlich diese merkwürdigen Eier gelegt. Okay. Und hatte auch noch ihre Stimme verloren. In der Schädelbucht gehen eigenartige Dinge vor. Eigenartige Dinge. Oh, Baby, hör mir zu, ich will nicht betteln, Gerudo-Piraten. Sie haben die Eier gestohlen. Ich wollte die Piraten aufhalten, aber dann habe ich mich aufgehalten. Dann haben sie mich aufgehalten. Muss ich nun sterben, selbst wenn es so ist, finde ich keinen Frieden, keinen Frieden. Bitte jemand muss die Eier retten, bevor die Piraten sie finden. Ich habe für den nicht wirklich großartig eine Stimme. Ich weiß auch nicht. Oh, bitte will den niemand meine Seele heilen. Das war alles. Ich danke dir. Bitte meine Seele heile sie. Wie ging das Lied? Da, da, da. Okay. Wie hören sich Zoras an? Und die sich mehr so blubberig an, oder? Blub, blub, blub. Und das würde so, anstatt Baby würde dann Blubby irgendwie rauskommen oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da ist die Band. Oh. Naja,
Und was ist mit dem armen kleinen Deko, der verstirbt? Und mein Chunk? WB? Was ich ja immer lustig finde ist, oh, wer stirbt denn eigentlich immer alles so in Majora's Mask? Rona, Zora und wer noch? Majora's, wenn der Mond runterkommt, alle. Aber an den armen kleinen blöden Deku denkt keiner. Der Crazy Dragon. Der arme Deku. Ja, das beste Beispiel jetzt gerade Nackenlade. Schreib dieses Abschiedslied auf mein Grabstein. Bitte hilf diesem Mädchen. Link jetzt eingeschlafen oder was? Oh, kurzzeitig wieder aufgewacht. So, wann sollten wir dort sein? Abends um 6, ja? Mal gucken. Das mit den C-Tasten ist für mich etwas schwieriger, weil ich das über den GameCube-Controller spiele. Und da ist das nicht so schön gemacht. Komm her, Epona, komm. Ich hab's übrigens mal versucht, mit dem Goron auf das arme kleine Epona-Viech drauf zu klettern. Das funktioniert nicht. Weil das bestimmt geil ausgesehen hätte. Wenn da der große Gorone drauf sitzt auf das arme kleine Viech. Rattenflüsterin. Es reicht, wenn du All schreibst. Jetzt hast du alles verloren. Aber hast du dir jetzt ein bisschen zu sicher, oder? Ich hab meine einfach mal verdoppelt, so. Nee, ich gewinne nicht immer. Ich habe auch schon so viele kaputt gemacht davon. So viele Rubies draufgehen lassen. Ist denn Lena eigentlich noch da? Achso, da war sie ja gerade. Hier müsste es jetzt auch bald losgehen. Ist leider wieder los. Viel Spaß euch noch. Alles klar, mein Chunk. Vielen Dank nochmal für deinen Follow. Und bis zum nächsten Mal.
viel Spaß bei dem, was auch immer du jetzt machst. Och man, muss auch mal mutig sein. So, 200 Rubies gingen an... Wer war denn dabei? Genau, Matze war das, glaube ich. Auf jeden Fall Glückwunsch an jeden, der mit dran teilgenommen hat. So, gleich geht's auch hier los mit der Kutsche. Hast du gut gemacht, Lena. Wir haben jetzt übrigens auch die Zora-Maske und somit die vorletzte Maske, in die man sich verwandeln kann. Ist er nicht eine coole Socke, der Zora hier. Er hat übrigens eine Gitarre. Nachts des zweiten Tages. Hier machen wir erstmal wieder so normal. Oh, guten Abend. Ich fahre jetzt in die Stadt, um meine Lieferung zu machen. Möchtest du mitfahren? Jetzt bekomme ich Bock auf Fisch. Oh, das freut mich. Ich fühle mich heute irgendwie sehr einsam. Daher freue ich mich über jede Gesellschaft. Gewinne 20 Rubies mit folgender Frage. Auf dem SNES konnte man mit welchem Gerät Gameboy-Spiele spielen? Es ist schon eine Weile her, seit uns Vater von uns... Jetzt zu schnell. Kühe würgen irgendwie wird. Auch meine Schwester Romani scheint sehr besorgt zu sein. Sie übt. Okay. Lässt du mich halt nicht reden. Da trinke ich halt wieder auf. Schlückchen besten. Schwippschwapp. Überhaupt gibt. Und Lucky Dragon hat recht, es ist der Super Game Boy. Wollte das Game Boy Player schreiben? Damn. Na gut, jetzt bin ich auch echt weg. Alles klar, mein Chunk. Wie gesagt, vielen Dank nochmal für dein Follow und wir sehen uns. Ja, das Gerät für den GameCube. Das habe ich tatsächlich gar nicht besessen. Was? Die Straße? Junge, schnapp dir deinen Bogen. Den habe ich gar nicht besessen, den GameCube. Also den Player. Einzige, was ich noch weiß, ist, dass es beim N64 noch so einen Adapter gab, den man unten dran gesteckt hatte, wo man dann von Pokémon Rot, Blau, Gelb ging, glaube ich, auch noch, die Pokémon einfach drüber ran transferieren konnte.
abseits erschienen ist. Okay. Die Kamera hatte ich sogar, ja, da hast du recht. Kamera hatte ich. Warte mal, ich muss wieder hin. Bin hier mit der optimalen Kameraeinstellung noch nicht zufrieden. Warum geht Boss nicht? Das ist eine gute Frage. Wattenflüsterin, das ist eine sehr gute Frage. Warte mal. Ist mir gerade irgendwas abgeschmiert? Anscheinend nicht. Wer weiß. Ach so, ja. Wenn du keine Rubis hast, kannst du nicht mitmachen. Aber du hast jetzt 24 Rubis, wie ich sehe. Zuerst wird die Milchstraße durch einen Felsen blockiert und jetzt... Uns bleibt keine Wahl, wir müssen wohl diesen Umweg in Kauf nehmen. Bist du bereit? Ich werde versuchen, uns so rasch wie möglich hier rauszubringen. Und Lucky Dragon, danke für deine 3 Stunden bei mir und Sodern, danke für deine 186 Stunden bei mir. Ich muss versuchen, unsere Verfolger mit den Pfeilen zu verjagen. Ich glaube, sie sind hinter der Milch, hinter den Milchkrügen her. Weißt du, was zu tun ist? Ja. Danke. Ich verlasse mich auf dich. Wenn wir es schaffen, hier heil rauszukommen, dann bin ich dir einen großen Gefallen schuldig. Nein, für euch sind die Rubies wichtig, für mich... Oh. Für mich sind dann mehr die Stunden wichtig. Ich habe unendlich Schuss, Junge. Ich kann hier feuern wie eine Gatling-Gun. Wer das hier wohl sein wird, ne? Glück weiß man das nicht. Lucky. Dazu gesagt, es... Ich kann euch nicht dazu zwingen, hierher zu kommen. Und wenn ihr einen anderen Streamer lieber schaut, kann ich das auch... irgendwo verstehen. Ich habe nämlich auch so meine Favoriten, wo ich gerne zugucke. Dann habe ich wiederum, da gucke ich halt einfach mal zu. Und wie gesagt, ich nehme das auch nicht übel, wenn ihr sagt, ey, pass mal auf, den gucke ich aber lieber wie dich. Dann ist das so. Herr Barton war sehr froh, endlich wieder eine Lieferung zu erhalten. Ich danke dir. Far Cry 5
vermutlich. Okay, aber ich hoffe, wenn er irgendwann mal den Weg bis zu mir findet, dass du dann nicht auch einfach abhaust. Ich danke dir. Du warst großartig. Das ist zwar nicht sehr viel, aber bitte nimm es an. Oh, wir haben die Kuhmaske. Durch nur eine gute Tat kann ein Kind Erwachsenen werden. Nö, er vertreibe ich ihn. Diese Maske wird nun an wenigen erwachsenen Kunden vergeben. Sie ist das Zeichen der Mitgliedschaft. Hiermit erkenne ich dich als Erwachsenen an. Ah, sehr schön, wir haben die Kuhmaske. Aufpassen, das sieht nämlich gar nicht mal so blöd aus, wenn er die Kuhmaske aufhat. Hopp. Ah, sieht das nicht herrlich aus? Sieht doch gut aus hier, hä? Hm. Link die mit der Kuhmaske. Ich find's geil. Richtiger Bauernjunge. Ja, das ist so ein richtiger Bauernjunge, der. Weißt du, bei denen sieht man nicht nur, dass er bauermäßig drauf ist, bei ihm riecht man es so. Nein, das lassen wir jetzt. Achso, die Rubies hier hinten, die haben wir ja schon. So. Wir haben jetzt quasi eigentlich die Romani Ranch abgehakt. Oh, hier sind wir fertig. Das finde ich halt auch übel geil, dass man hier quasi auch die Zeitachsen sieht, wann hier eine Quest losgeht, wann hier irgendwas ist. Wie zum Beispiel hier müssen wir am ersten Tag so also ziemlich früh dorthin gehen, um die Gestalt da zu machen. Genauso hier bei ihm. Züchte im Hühnerschuppen ein paar seinen Haarspacht. Ja, gut. Bei ihm hier genauso. Da weiß man sofort, okay, welche Uhrzeit muss man da hingehen. Gott's AFL. Also Away from Leeport oder was? Nacknade, das ist doch keine illegale Aktion. Ich finde diese Kuhmaske einfach nur genial. Büro des Bürgermeisters, Amtsstunden von 10 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Aske, mobb nicht die Leute. Ich würde niemals irgendjemanden mobben. Das ist richtig, deswegen hat Nackenlader auch keine. Beziehungsweise nur so ganz kurze. Und da kann man nämlich auch erkennen, okay, mobbt der wirklich die Leute oder nicht?
Also durch meine Haarpracht hier könnt ihr ja sehen, wie viele Leute ich mobbe. Ich habe kurze, weil ich nicht gerne lang trage. Ja, und weil du die Leute mobbst. Die Haare einfach so ausfallen. Es ist deine Theorie, Nackenlade. Zum Glück habe ich ja keine Perücke auf. So, wir können noch mal hier zurück zu dem Berg. Perücke. Ja, ja, meine Frau hatte mal die eine oder andere Perücke gehabt, aber das hatte auch einfach nur was damit zu tun. Achso, wir haben uns ja... Hahaha. Hier ist ja nicht mehr Frühling. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass sie jetzt kurze Haare hatte oder sowas. Sie wollte einfach zum Beispiel... Das hat einfach besser zu den einen Kostümen gepasst, zum WGT. Baby. Weißt du was? Komm, wir machen den mit dem Start. Ich gedacht, hier wäre eigentlich noch Frühling, aber wir sind ja zurückgereist in der Zeit. Deswegen ist hier jetzt wieder Winter. Ach, schade. Dann lasst uns am besten... Ja, wir könnten mal zur Milchstraße gehen. Wir könnten mal gucken, ob wir da vielleicht so ein Pferderennen oder so machen können. Aber ich glaube, die hauen sowieso dann hier gleich ab. Eigentlich brauchen wir die auch nicht mehr, weil wir werden jetzt nicht sterben. Nicht sterben werden wir jetzt. Ach Gottchen. Kann man auch nicht machen, weil das nämlich so bleibt, okay? Die Schweine. Ich bin doch auch was blöd. Wundere mich gerade, warum funktioniert denn das nicht? Das ist doch Eponas Lied. Nein, das war Zeldas Wiegenlied. Richtige Kindheitserinnerung. Richtig. Aber nicht für Nagi. Nagi ist mit Command & Conquer groß geworden. Nicht drüber. Das war das letzte Spiel, was offiziell auf dem NES erschienen ist. Wer das weiß, einfach in den Chat reinschreiben. Scheil Basti wie Behe.
Ach, alles gut. Überhaupt kein Problem. Naki ist auch so ein komischer PC-Dude. Das ist richtig. So, kommen wir jetzt mal hier rein, oder? Ja, wir kommen sogar rein. Sehr schön. Ich bin einer von dir. Ich finde die Maske so geil. Wir können jetzt quasi eigentlich nicht so viel machen. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre bis zum letzten Tag warten. Und bei den Hehlern noch mal so ein bisschen was. Ich glaube, der verkauft uns was. Das wir für später dann auch noch brauchen. Das ist das Einzige, was wir jetzt hier noch machen können. Komm, Epona, du kommst da drüber. Ist doch ein selten blödes Viech. Bin nämlich nebenbei, wenn ich jetzt hier jetzt zum Beispiel ein Gebiet abgeschlossen habe, möchte ich dann einfach mal auch ein paar Nebenquests machen oder sowas wie halt mit dem Hehler oder sowas. So, zack. Und dadurch, dass ich ja sowieso meistens immer so ein bisschen zeitlich eingegrenzt bin, passt es auch immer so ganz gut rein, dass wir jetzt einfach mal so Nebenquests machen und sowas. So, ein neuer Boss kann gekillt werden. Einfach Ausrufezeichen Boss eingeben. Absteigen. Eigentlich könnte man das ja schon mal machen. So ziemlich versuchen, die ganzen Quests zu machen. Und schauen, wie weit wir kommen. Ach, übrigens, ich habe mal wieder eine E-Mail bekommen von einem Handel oder von einem Laden, wo ich mir was Schönes bestellt habe. Ich hoffe, es kommt bald an. Was haben wir denn hier? Dann habe ich nämlich wieder was extrem Geiles und etwas Selteneres, um euch hier zu zeigen. Wer sein Können im Schwertkampf schärft, dessen Verstand erfährt gleiche Wandlung. Die Zahl der Angsterfüllten. Mensch, das ist so schwer, ist es doch gar nicht. Und Schwachen steigt mit zunehmender Nähe des Mondes. Doch wer wie ich das Stadium eines Meisters erlangt hat, der braucht nichts zu fürchten. Sprache lernen, Bubble. Ja, das ist richtig. Geht dir das auch manchmal so, dass du dich einfach an einem Wort so derbe aufhängst,
dass du dir denkst, Alter, was ist denn jetzt los mit dir? Die Ausbildung in diesem Zentrum kann deinen Geist und deine Willenskraft auf dieses Niveau heben. Ja, das ist es. Also wirst du es versuchen. Anfänger, Fortgeschrittener. Wir machen gleich Fortgeschrittener. Du hast nicht genügend Rubies, um diesen Kurs zu bestehen. Oh meine Güte, alle nur irgendwie so ein bisschen Ruby-geil oder was? So, wo war der Hehler? Vor allem, wenn du dir dann so denkst, Alter, jetzt komme, mache hinne, sprech das Wort aus, so schwer ist es nicht. Komm. Du wirst es schaffen. Chaka, ich glaube an dich. So, was hat man denn hier noch drin gehabt für einen Laden? War hier der Hehler drin? Nee, das ist einfach nur ein Laden. Lena möchte ganz gerne ein Boss-Battle machen. Wer hilft ihr? Kuriositätengeschäft geöffnet. Ab 22 Uhr. Ich glaube, das hier ist er. Ach. Hab nur noch 6% Akku. Oh nein, dann hänge es an einen Ladekabel. Sowas. Könnte helfen vielleicht. Ab 22 Uhr. Müssen wir jetzt echt bis 22 Uhr warten? Kommt her. Mach mal mit. Assi, was ist denn los? Nein, nicht der Akku. Attenflüsterin, das ist, wäre vielleicht zu leicht. Man weiß nicht, was dort. Was dort denn. Ah, er chillt gerade am Handy. Wollte gerade sagen, man weiß nicht, was Sordon gerade vorhat. Wir haben ein Ruby. Wir haben zwei Rubies. Powerbank. Könnte helfen, ja. Könnte echt helfen, so eine Powerbank. Könnte, muss aber nicht. So, Basti, Rattenflüsterin Lena haben Rubies gekriegt. Ich nicht. Ich bin mal wieder leer ausgegangen. Ey, mein eigener Bot mobbt mich. Ich muss eh noch was erledigen. Haushalt und so ein Crap. Ja, weiß nicht, das Leben wäre viel schöner, wenn es kein Haushalt geben würde, ha? Auch echt mal eine Powerbank. Sag mal doch. Was? Eins hat mich jetzt nicht Ruhe gelassen. Und zwar normalerweise, ich weiß nicht, ob das in der Version ist, ist hier eigentlich ein Hai. Da sieht man hier eigentlich ein Hai dahinter. Aber auf dem N64 scheint es das doch nicht zu geben. Ruby, Ruby, Ruby. Die gescheite Powerbank. Weiß nicht, bei mir rattern die Dinger irgendwann einfach mal so durch wieder. Wir machen einfach das, was wir wollen. Einfach nur Batz weg sind sie. Wir haben es jetzt 20.
Ja, wie gesagt, Basti, bei mir, dadurch, dass ich noch nebenbei auch sowas Lustiges auf dem Handy spiele, wie, ich oute mich, Pokémon Go und sowas, hält auch so eine Powerbank nicht ewig. Ach komm, wir haben es gleich zu Ende. Das ist eine illegale Aktion. Anlade, nein, ist es nicht. Na komm schon. Klopf, klopf. Hier ist Kundschaft. Wir könnten ja auch mal 5 Minuten eher aufmachen. Nein. Alles klar. Ich hatte sogar mal eine, die hat sich mit Sonnenlicht wieder aufgeladen. Also so eine Solar. Und selbst die habe ich quasi sehr schnell leer gekriegt. Hey. Nur herein. Sieh dich ruhig um. Ich habe auch ganz besondere, seltene Ware. Mein heutiger Sonderangebot ist noch brandheiß. Ist erst vor ein paar Minuten reingekommen. Eigentlich wird so etwas nur im Bombenshop verkauft. Aber ich habe so eine Quelle. Es ist eine Bombentasche. Das ist rasch zu greifen. Es darf sein. Rubine wollen will er haben für die Bombentasche. Müssen wir doch mal ein bisschen was abheben von unserem Kondo. Damit wir das mit seiner Quest dann auch fertig haben. Was ist los? Du hast die Stadt wohl immer noch nicht verlassen. Du bist wirklich erstaunlich, kleiner Mann. Abheben. Entschuldige bitte, aber lass mich in den Blick werfen. Wir brauchen doch nur mal kurz 100 Rubies. Willst du wirklich 100 Rubies abheben? Ja. Willst du wirklich so viel abheben? Wirfst du das Geld mit beiden Händen zum Fenster raus, wirst du bald auf den Trockenen sitzen? So, kleiner Mann. Dein Kontostand beträgt derzeit 685 Rubies. Alles klar, Sodan. Vielen Dank nochmal, dass du vorbeigeschaut hast. Und viel Spaß bei dem, was auch immer du tust. Hey. Wie viele Konsolengenerationen gibt es mit der Einführung der PlayStation 5 und Xbox Series X? Ja, das war jetzt einfach in den Chat reinschreiben und 20 Rubies abkassieren. Ja, möchte ich kaufen. Du hast eine große Bombentasche erhalten. Du kannst nun bis zu 30 Bomben mit dir führen. Oh, ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich scherze nicht. Also, hast du was für mich? Nein. Basti, was meinst du jetzt mit 40, wenn du die Generation meinst? Nein. Danke, pass auf dich auf, Kumpel. So. Und mit dem... Und mit dem Kauf von der Bombentasche werden wir jetzt langsam die Battle Royale einführen. So, wer daran teilnehmen will, einfach Ausrufezeichen
Nee, einfach irgendwas reinschreiben. Mensch. So, dass euer Avatar zu sehen ist. Weil ich langsam zum Ende komme. Ich muss nämlich langsam zum Ende kommen, weil ich ja wie gewöhnlich mal wieder arbeiten gehe. Mittwoch übrigens, Leute. Mittwoch müssen wir mal gucken. Weil am Mittwoch kommt bei mir definitiv die Weisheitsszene raus. Das letzte Mal konnte ich das noch so ein bisschen abwenden, aber wahrscheinlich kommen bei mir dann die Weisheitsszene raus. Wie wir das dann machen. Ob ich dann vielleicht einfach nur stumm streame, was irgendwie ein bisschen dumm wäre. Oder ob ich gar nicht streame. Das müssen wir dann mal gucken. Oha, wie viele. So wie es sich angehört hat, wollen die gleich drei rausknallen. Das sind die restlichen drei, die ich noch habe. Ach, das werde ich schon irgendwie überleben. So, will noch irgendjemand mitmachen bei der Battle Royale? Einfach irgendwas reinschreiben, ihr braucht nichts drücken, ihr braucht nichts machen. Ihr braucht einfach nur gucken, ob ihr gewinnt. So, ansonsten würde ich nämlich die Battle Royale jetzt beginnen. In 3, 2, 1 und... Viel Erfolg, Lena Nackenlade oder Basti. So, wir gucken jetzt auch gleich mal noch, wie wir mal raiden können. Oh, Lena kommt als erstes, Basti als zweites und Nackenlade hat den Sprung mal wieder verpasst und kam als letztes rausgehüpft. So, Lena hat schon Damage gekriegt, genauso wie Basti. Nackenlade, der hält sich mal wieder so ein bisschen da raus. Oh, allerdings gab es ein Medikit für Lena. Sehr gut. Und sie holt sich... Nein, sie überlässt das Nackenlade. Lena, was machst du hinter dir? War ein Medikit. Basti und Nackenlade, die können sich irgendwie gerade nicht so dolle leiden. Nackenlade holt sich noch ein Medikit. Oh Mann. Und Lena wirft Basti raus. Mal schauen... jetzt gewinnt. Wenn Lena jetzt noch das Medikit holt, was ich aber nicht glaube, dass die so weit läuft, nee, hat Nackenlade gewonnen und Nackenlade hat gewonnen. Er kriegt 200 Rubies gut geschrieben. So, mit den ganzen Moderieren von dem, was da passiert ist, habe ich jetzt vergessen hier reinzugucken, wer alles da ist. Ach, kommt, wir machen einfach noch eine Battle Royale. Das kann nicht sein, dass Nackenlade gewinnt. So, viel Erfolg. Und diesmal geht auf Nackenlade. Ihr müsst ihn nur hauen. Immer schön auf Nackenlade, Riff. Ja, Basti macht's schon mal richtig, da... Haut schon mal Nackenlade um. Okay. Gleich mal beide auf Nackenlade hier. Und Basti holt sich erstmal Medikit. Lena ist da so ein bisschen aggressiver drauf und möchte Nackenlade wirklich jetzt gerade raushauen. Und Basti hat Nacki rausgeknallt. Lena gegen Basti. Lena hat das Medikit gekriegt. Okay, sehr schön. Und mal schauen. Scheint ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu sein. Allerdings mit einem kleinen Vorteil von Basti. Doch Lena holt sich einfach... Mach's gut. Lena holt sich einfach das Medikit und Basti das nächste auch. Mensch, ihr müsst aber auch zum Ende kommen. Ansonsten, ich hätte hier jemanden, der spielt gerade Lufia 2. Hättet ihr da Interesse dran? Und Basti hat gewonnen. Glückwunsch, Basti, zu den 200 Rubies. So. Ach, wobei, Lufia 2, man... Man muss Lufia 2 einfach... mögen.
So. Und zwar ist es der Pampasnake, den wir jetzt rüber raiden werden. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß bei ihm. Er spielt Lufia 2, wie schon erwähnt. Morgen 16 Uhr bin ich wieder da. Und dann geht's weiter mit, ja, mit Zelda Majora's Mask. Ich werde jetzt noch fix spalten, wartet mal. Na gut, wir haben Pause gedrückt, sonst wäre das jetzt ein bisschen blöd geworden. Ich werde jetzt noch speichern und was essen, danach auf Arbeit gehen und dann würde ich sagen, bis morgen.